Ich bin nun 52, zarte, junge Jahre frisch. Ich weiß schon, das sagt man nicht. Das macht die letzten zwei Jahre meine Selbstpflege, nicht meine Ego-Pflege, sondern ich habe 50 Jahre gebraucht, bis ich angefangen habe, mich selbst zu mögen. Ein harter Weg. Vielleicht schaffen wir es über eine alternative Form des Menschwerdens und Werdebegleitens, diese Trennung vom Selbst und diese Selbstverurteilung aufgrund von irgendwelchen Noten, das ist ja wie Banknoten, ja, das ist auch nichts anderes. Man erfindet irgendwelche Zahlen, die darüber entscheiden, ob du was wert bist oder nicht. Und es gibt Gott sei Dank mittlerweile viele, viele andere Wege, alternative Wege, dogmatischere und wenig dogmatischere und völlig freie. Und es gibt einen neuen Weg des Schülerdaseins oder des Werdens, des Menschwerdens. Und darüber wird uns heute ein sehr interessanter Mensch was erzählen. Und begrüßen Sie mit mir heute als zweiten Hauptsprecher Eduard Kahn von der Leis-Schule. Auch aufpasst. Ja, sollen wir den Hüter vorher bringen kurz? Den Hüter? Hm? Bitte. Für alle, die... Für alle, die noch nichts mit dem Namen Hüter anfangen können. Wenn man die modernen Erkenntnisse der Hirnforschung zusammenfasst, kommt man zu einer ganz katastrophalen Schlussfolgerung für das gegenwärtige Schulsystem. Und die Schlussfolgerung heißt, es war eine falsche Vorstellung, die wir hatten, als wir gedacht haben, man könne Kinder, man könne andere Menschen unterrichten. Man könne sie bilden. Man könne ihnen was beibringen. Diese Vorstellungen kommen aus einer anderen Zeit, die kommen aus dem vorigen Jahrhundert, als man sich ja sehr tapfer darin bemüht hat, andere Menschen abzurichten und für bestimmte Aufgaben vorzubereiten, die sie dann ohne lange nachzufragen dann auch hoffentlich gut erfüllt haben. In Auschwitz oder in den Schützengräben oder in diesen furchtbaren Fabrikhallen. Das waren funktionalisierte Menschen und funktionalisierte Menschen bekommt man dann, wenn man sie möglichst gut abrichtet. Das heißt, mit Belohnung oder Bestrafung dazu bringt, dass sie sich auf eine bestimmte Weise, auf die gewünschte Weise verhalten. Das nennt man Unterricht oder Erziehung. Und diese Dressurmethoden brauchen wir nicht mehr. Die sind auch hirntechnischer Unsinn, weil man damit ja immer nur erzwingt, dass das Kind sich in Gegenwart des Erwachsenen so verhält, also sprich in der Schule verhält es sich so, wie es sich dort verhalten soll, wenn die Abrichtungsverfahren wirklich noch klappen. Und dann, um die Belohnung zu kriegen, sprich in die nächste Klasse versetzt zu werden, strengt es sich einigermaßen an. Und um die Bestrafung zu vermeiden, sprich, dass es sitzen bleibt, strengt es sich auch einigermaßen an. Und wenn es dann draußen ist aus der Schule, dann sagt es, es war furchtbar. Es hat keinen Spaß gemacht. Das Schlimmste, was ich in meinem Leben erlebt habe, ist meine Schulzeit, wie man das heute noch bei vielen Erwachsenen so hören kann. Und das ist eine Vergeudung von Potenzial, wie es sich eine moderne Gesellschaft einfach nicht mehr leisten kann. Und dann kommt die Hirnforschung und sagt, worauf es ja eigentlich ankäme, ist ja nicht, dass man den anderen dazu zwingt, sich auf eine bestimmte Weise zu verhalten oder sich bestimmtes Wissen, was man für selber für wichtig hält, sich anzueignen, sondern es käme ja darauf an, dass der andere eingeladen wird, ermutigt wird und inspiriert wird, sich das Wissen, was auf dieser Welt vorhanden ist, anzueignen. Dass man Kinder und Jugendliche dabei begleitet, Entdecker und Gestalter dieser Welt zu sein und auch ihre eigenen Möglichkeiten in dieser Welt. Und dazu braucht man was anderes als das, was wir heute Schule nennen. Dazu brauchte man Einrichtungen, in die Kinder und Jugendliche so gerne gehen, dass sie weinen, wenn Ferien sind. So, und solche Einrichtungen suchen wir im deutschsprachigen Raum. Die gibt es.
Es gibt Schulen, die so sind, dass die Schüler weinen, wenn Ferien sind. Und diese Einrichtung versuchen wir in der Sinnstiftung zusammenzufassen, zusammenzubringen, sie vorzustellen, damit es endlich bekannt wird im Land, dass Schule, so wie sie immer noch in den meisten Einrichtungen stattfindet, nicht sein muss. Es ist kein Naturgesetz, dass Schule schlecht sein muss, dass Schule etwas sein muss, vor dem man sich fürchtet, wo 40% der Schulkinder mit Angst hingehen, sondern es liegt an uns und wir können es anders. Und es wird Zeit, dass wir es anders machen. Ganz kurz, bevor wir zu meinem kleinen Einstiegsfilm kommen, wer von euch ist gerne in die Schule gegangen? Eins, zwei, drei, vier. Auch am Schluss? Ja, ich bin auch gerne in die Schule gegangen. Trotzdem bin ich mit 12 von der Schule geflogen. Das heißt, man hat das dann damals noch anders gemacht. Man hatte meine Eltern eingestellt und gesagt, es wäre günstiger, wenn sie den Buben von der Schule rausnehmen, weil wenn sie ihn nicht rausnehmen, dann müssen wir rauswerfen. Manolo? Du bist so nett und sagst das kurze Intro. Lais kommt aus dem Indogermanischen und ist das alte Wort für Lernen. Das heißt, wir haben früher mal alle zusammen nicht Lernen gesagt, sondern es hat Lais geheißen. Und das heißt nachfühlen und nachspüren. Hallo, Pipi! Wir sind 3 Jahre alt und unser Ältester ist 19 Jahre alt. Das heißt, das ist eine, würde ich mal sagen, durchgehende Bildungslaufbahn von den Kleinsten in der Kindergruppe bis zu den Größten mit 19 Jahren. Ja, wenn sie die Freiheit haben, in ihr eigenes Spiel zu kommen, wenn sie dafür einfach den Rahmen haben und die Sicherheit haben, und dann entsteht das ganz, dann kommt das ganz von innen heraus, dass sie begeistert sind und immer wieder was Neues entdecken. Des natürlichen Lernens hinaus in die Welt zu tragen, das ist der eine Wunsch. Und der zweite Wunsch ist, dass Menschen uns finden, die gleiche Begeisterung verspüren wie wir und die sagen, ich möchte mich unbedingt an diesem Projekt beteiligen, im Sinne von dem, was ich kann, was ich als Mensch bin oder indem ich einfach finanziell die Schule, den Kindergarten unterstützen möchte, weil wir haben so vieles vor, es ist der Garten zum Umbauen, wir haben unten ein Umbauprojekt. Also es gibt so vielfältige Dinge, wie wir vorhaben, also ist jeder herzlich willkommen, der das Gefühl hat, der möchte sich beteiligen. Soll ich das
Geheimnis lüften, warum ich von der Schule geflogen bin? Ja, es hat geheißen, der Bub schwätzt zu viel. Der schwätzt zu viel. Jetzt bin ich nicht wegen des zu vielen Schwätzens von der Schule geflogen, sondern Schwätzen hat im Französischen Lyzeum in Wien geheißen, nachsitzen. Wir hatten nur 5 Tage Unterricht. Damals war ja in österreichischen Schulen noch 6 Tage Unterricht. Wir hatten nur 5 Tage, allerdings bis früher nachmittags. Und da musste man am Samstag kommen, 1 Stunde nachsitzen, 2 Stunden nachsitzen oder 4 Stunden nachsitzen. Und ich habe zu Hause, nachdem ich vis-à-vis vom Wiener Eislaufverein gewohnt habe, die Eislaufschuhe umgehängt und habe gesagt, ich gehe Eislaufen, habe mich in die Straßenbahn gesetzt und bin zum Lycée gefahren, um dort nachzusitzen. Und da musste man natürlich einen unterschriebenen Zettel auch mitbringen. Und den habe ich dann so in einer unbedachten Minute von diesem Aufseher damals dort in den Stoß geschmuggelt. Und montags hieß es natürlich, kann zum Direktor, weil da keine Unterschrift drauf war. Die Folge waren 2 Stunden nachsitzen, wieder gekommen, aber keine Unterschrift. Die Folge waren 4 Stunden nachsitzen und so hat sich das, also hat sich das kulminiert. Ja, aber der Ausgangspunkt war, ich habe zu viel geschwätzt, was später dazu geführt hat, relativ bald dann, dass ich meinen Beruf mit Reden verdient habe. Ja, ausgeübt habe. Ich bin seit 40 Jahren Trainer, Management-Trainer und seit 1996 spezialisiert auf Kreativität und Innovation. Und das Interessante ist, ich habe auch an der Fachhochschule die Themen Kreativität und Innovation 12 Jahre unterrichtet in 2 verschiedenen Studiengängen. Und das Interessante ist, dass mich sehr fasziniert haben. Ich habe gesagt, ich bin der Einzige, der in Österreich nur sich diesem Thema widmet. Alle meine lieben Kolleginnen und Kollegen machen das Thema Kreativität, wenn sie es machen, irgendwo mit, weil leben kann man angeblich nicht davon. Und ich bin offenbar der Einzige, der davon leben kann. Und dieses Thema hat mich so fasziniert, dass ich mich spezialisiert habe. Es gibt bei der Kreativität 2 Richtungen. Das eine ist der ständige Verbesserungsprozess. Das machen wir als Firma, das ist notwendig, das ist wichtig. Und das passiert auch im mitteleuropäischen Schulwesen. Es passiert ein ständiger Verbesserungsprozess. Es wird sich bemüht, ich habe mir das selber aus Interesse, weil schon lange in mir diese Schulidee schon schlummert, ich habe mir das ein bisschen angeschaut, in Wien beispielsweise. In Wien gibt es eine Lernwerkstatt Brigittenau, das ist eine öffentliche Schule der Stadt Wien mit integrativem Unterricht und so weiter. Die macht alle die Dinge, die es sonst nirgends gibt. Also es gibt dort keine Klassen, es gibt keine Noten und so weiter. Der Direktor ist Jahre, wenn nicht Jahrzehnte von den Kollegen bekämpft worden. Ja? Heute zeigt ihn die Stadt Wien als Vorzeigeprojekt herum. Lernwerkstatt Brigittenau. Ja? Es sind alternative Schulen entstanden, weil viele Leute eine Initiative ergriffen haben und gesagt haben, das kann so nicht weitergehen. Obwohl die meisten von uns ja doch glauben, die Maria Theresia oder ihr Sohn, der Josef, hat die Schulpflicht eingeführt. Es gibt in Österreich keine Schulpflicht. Das ist der große Vorteil, den wir haben gegenüber Deutschland. Es gibt keine Schulpflicht, es gibt nur eine Unterrichtspflicht.
Das heißt, zwischen 6 und 14, sprich eigentlich 15 Jahren, muss man einen Unterricht bekommen. Woher ist eigentlich dem Staat egal, wenn man einzig und allein die Bedingung erfüllt, dass man Ende des Schuljahres eine sogenannte Externistenprüfung macht, um zu zeigen, ob man den Stoff beherrscht. Ja, also ich habe mich mit diesem Thema schon lange beschäftigt und je mehr ich in dieses Thema eingetaucht bin, also jetzt vor 2-3 Jahren habe ich mich begonnen mit Schulen zu beschäftigen und je mehr ich in dieses Thema eingetaucht bin, habe ich gesehen, erstens, was es schon für tolle Schulen gibt. Dann habe ich gesehen, was eigentlich in Österreich sogar alles möglich wäre, auch rein rechtlich möglich wäre. Und gleichzeitig bin ich drauf gekommen, dass Dinge, die ich viele Jahrzehnte gepredigt habe in meinen Trainings, nämlich zum Beispiel ein relativ klarer, verständlicher Satz wie Interesse steuert die Wahrnehmung, offenbar doch an vielen Schulsystemen vorbeigeht. Und es wird zwar immer verbessert, aber Kreativität oder Innovation, müsste man so sagen, besteht aus zwei Schienen, die beide wichtig sind. Das eine ist der ständige Verbesserungsprozess. Das hat so einen schönen Namen auch noch. Das ist eine sogenannte inkrementelle Innovation. Sind Techniker hier? Haben wir Techniker hier? Ja, was heißt inkrementell? Mit kleinen Schritten, ja, stufenweise, mit kleinen Schritten. Das heißt, meine Frau war Volksschullehrerin, engagiert, heute noch rufen Schüler oder Schülerinnen von ihr bei uns daheim an und bedanken sich. Aber trotzdem, es ist hochinteressant. Ich persönlich habe keine Kinder, bin aber trotzdem Betroffener mit einem Großneffen und einer Großnichte, 10 und 14 Jahre alt. Die sind beide begeistert mit der Schultüte und so weiter am ersten Tag. Die sind beide begeistert in die Schule gegangen. Und früher, das hat meine Frau genau verfolgt, hat sich die Begeisterung noch ganz gut bis in die vierte Grundschule, Volksschule halbwegs noch gehalten. Da war der Bruch meistens, wenn man dann die Schule gewechselt hat, weil man Freunde verloren hat und so weiter. Ja. Heute ist es teilweise so, dass die Begeisterung nur mehr in der ersten Klasse bis Weihnachten hält. Und das muss man sich einmal vorstellen. Jetzt gibt es so viele Verbesserungen, so viele Schulen, die schon auch im Regelunterricht sogar Dinge besser, wie an der Volksschule Projektunterricht gemacht und so weiter und so weiter und so weiter. Viele gute Sachen eingeführt, nur offenbar, es fehlt jetzt der Übergang zu der großen zweiten Schiene. Und die zweite Schiene bei Innovation heißt radikale Innovation. Und das heißt an der Wurzel. Und ich betreibe einen Blog, der heißt Radikale Innovation. Und dort bringe ich immer wieder Beispiele. Und sehr oft sind es Produkte oder Dienstleistungsbeispiele, die ich bringe. Und ich stoße durch Zufall, seit ich mich mit dem Thema Schulen auch ein bisschen beschäftige, eines Tages vor relativ kurzer Zeit auf die Schetinin-Schule in Russland. Wer von euch hat schon von der Schetinin-Schule gehört? Ja. Und dort hat mir sehr gut gefallen, was anderen gar nicht gefällt. Aber nachdem ich mich schon über 7 oder 8 Jahre mit radikaler Innovation beschäftige, dass dort gesagt wird, du kannst den ganzen Stoff, für den du sonst 8-9 Jahre brauchst, kannst du auch in einem Jahr lernen.
die sind ja komplett verrückt. Ja. Und da habe ich sofort hingebissen, weil ich viele Jahre auch Gedächtnistraining gegeben habe. Und viele Dinge, die wir seit Jahren eigentlich in Management-Trainings mit Firmen schon machen, die werden aber an Schulen nicht gemacht, interessanterweise. Ja? Nämlich, was ich nicht verstehe beispielsweise ist, es wird überall so getrimmt auf Effizienz und Effektivität. Ja? Effizienz. Zuerst haben begonnen die Maschinen, ja, noch mehr, dass noch mehr rausgeht, dann lassen wir sie doch 20 Stunden laufen. Lassen wir sie 24 Stunden laufen. Es gibt hier in Salzburg eine Fabrik, die schaltet ihre Maschinen nur einen einzigen Tag im Jahr ab. Weiß jemand zufällig, wie die Firma heißt? Sie steht unweit der Autobahn und ist sehr gut wahrzunehmen durch eine ganz große weiße Wolke. Ja. Ununterbrochen. Da wird, ja, weil nur dann kommt Geld rein, wenn die Maschine. Und von der Firma, die diese Maschine betreut, die haben natürlich große Freude, weil der eine Tag ist der 25. Dezember, wo die Maschine gewartet wird. Ja. Bin ich schon zu lang mit meinem Vortrag? Muss ich schon aufhören? Nicht. Nein. Also, ich lerne immer, den kannte ich noch nicht übrigens, den Klingelton. Ja. Ich lerne immer wieder neue Klingeltöne kennen. Also, was mich schon lange gewundert hat, ist, warum, wenn bei Maschinen so gedrillt wird, ja, auf Effizienz, und wenn in Firmen so gedrillt wird auf Effizienz, warum ist noch niemand auf die Idee gekommen, das Schulsystem in Frage zu stellen, was die Zeit betrifft? Ja, 12 Jahre teilweise oder meinetwegen 8, 9, ja. Und was bleibt hängen? Was bleibt hängen? Na, das stimmt nicht. Also, nichts stimmt nicht. Das wäre unfair gewesen zu sagen. Nur, wer von euch hat alles brauchen können in seinem Leben, was er in der Schule gelernt hat? Bitte aufzeigen. Super. Wie viel? 2. Nur für die, die es hinten noch nicht gesehen haben. 2. Ja? Ja, also bitte, da muss ich doch fragen, zum Beispiel darstellende Geometrie, ja, 2 Jahre darstellende Geometrie, fantastisch, ja, ich habe das nie mehr in meinem Leben, ich habe gelitten unter dieser darstellenden Geometrie. Mein Nachbar, aber dafür war ich besser in Englisch, mein Nachbar war war wirklich gut in Daste, ja, also habe ich von ihm bei der Schularbeit abgezeichnet und, ja, apropos abgezeichnet, ein System, wo du ja nicht den anderen abschreiben lassen sollst, ja, und dann kaum, bis du aus diesem System wegkommst, in Firmen hinein, wo es nur heißt Zusammenarbeit, ja, Zusammenarbeit, Teamwork, Projektgruppen, du musst dauernd mit jemand anderem zusammenarbeiten, jeder soll seine Fähigkeiten einbringen. Ja, warum nicht schon in der Schule, ja? Also habe ich mir gedacht, jetzt müsste es doch, ja, warum soll man eigentlich nicht den Stoff, den wir in 8 Jahren machen, nur in einem Jahr machen? Gut, dann können wir uns überlegen, aber wir leben ja nicht so wahnsinnig lang. Wir können sicher mit den anderen 7 Jahren auch noch was Besseres anfangen. Ja? Also 7 geschenkte Jahre beispielsweise oder mehr. Und in diesem Zusammenhang sehe ich dieses Schettinin-Video und irgendwie ist das zufälligerweise gerade der Moment, wo Leute aus Österreich dann in dieser Schettinin-Schule zu Besuch waren, die sowieso ein Schulprojekt vorhatten. Und das war für der, der es noch nicht kennt, wer hat noch nie vor heute etwas von Projekt Leis-Schule gehört?
aus dem Klagenfurter Raum oder aus Kärnten. In Kärnten gibt es seit vielen, vielen Jahren schon ein Mentorenprogramm, in dem Mentoren in Schulen geholt werden, wo es Problemkinder gibt, um zu schauen, wie man dieser Sache Herr werden kann. Und die haben über Jahre etwas entwickelt, das sich natürliches Lernen nennt und das wir alle in uns haben. Weil es braucht uns überhaupt niemand beibringen, wie wir gehen lernen. Oder wie wir die Sprache lernen. Das lernen wir aus uns selbst heraus. Und was noch ein ganz interessanter Effekt ist, den die auch in Kärnten schon, aber Schedinin in seiner Schule noch viel stärker berücksichtigt, ist, dass man Kindern viel zu wenig zutraut. Das ist unglaublich. In Russland, in der Schedinin-Schule, ist derjenige, der sich um die Besucher kümmert und der das managt, ja, der die Besucher empfängt und herumführt, 8 Jahre alt. Ja? 8 Jahre alt. Das kann er nicht, ja? Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Ja? Also, jetzt habe ich diese Schedinin und diese Leis, was machen die da, was machen die da? Und da gab es schon 1, 2 Videos, ja, aufgenommen auf einer Gaia-Veranstaltung beispielsweise, da gab es schon Videos. Und ich habe mich stundenlang, was ja normal niemand macht, ja, weil manche diese Videos dauern über 100 Minuten, ja, weil stundenlang diese Videos angeschaut und immer stärker Sachen drinnen gesehen, die mir schon seit Jahren im Kopf herumgehen. Wie kann es sein, dass wir oder viele von uns teilweise nur mit Horror, nicht alle Gott sei Dank, ja, aber teilweise nur mit Horror an die Schulzeit zurückdenken? Da kann, auch wenn dauernd was verbessert wird, wenn dauernd wirklich Dinge gemacht werden und es wird, habe ich jetzt mitbekommen, auch in Salzburg mit meinen Großneffe und Großnichte, da werden wirklich viele Sachen gemacht. Aber gerade bei meinem Großneffen, 10 Jahre alt, da passiert teilweise in der Klasse gar nichts, ja, wo meine Frau sagt, wie kann man heute noch so unterrichten? Und das ist konsequenzlos. Ja, das ist das Tragische bei der ganzen Geschichte. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, da ist eine echte Revolution im Gange, da möchte ich mitmachen. Und mitmachen oder machen ist eines der wichtigsten Worte. Dann habe ich mich ein bisschen umgeschaut und habe mir, da kommt auch noch ein persönliches Erlebnis dazu. Ja, da gibt es Montessori, wo gibt es Montessori in Salzburg? Zum Beispiel, weil das wäre ja nur ein, Montessori ist ja nur ein, wieder, das ist eine verbesserte Sache. Ja, ja. Wer weiß, wo es Montessori in Salzburg gibt? Hm? In der Hernau? In der Josefiau? Habe ich zum Beispiel noch nie gehört. Die halten sich ganz bedeckt, offenbar. Die halten sich ganz bedeckt. In Grödig? Ja, aber in Grödig auch. Am Morg, ja, gibt es in Grödig. Die nehmen natürlich von der evangelischen Volksschule. Ja, wie viele Plätze bleiben dann noch über bei einer Klasse? Ja. Das heißt, die haben dort 70 Anmeldungen und ich weiß nicht, 6 Leute können dorthin. Dann habe ich mir das ein bisschen angeschaut und gesehen, das ist ja auch, das sind auch Montessori und diese ganzen Dinge, da geht es noch nicht, da geht es nicht ums Radikale. Ja, da geht es nicht ums Radikale. Und die Leute in Klagenfurt, die diese Leis-Schule, das ist eine Kombination aus Schaubildern, die ihnen die Schedinin-Schule geschenkt hat und das natürliche Lernen, das sie selber schon in Regelschulen seit Jahren gebracht haben, zu einem Produkt gerade formen und haben vergangenes Jahr innerhalb von 4 Monaten eine Schule aus dem Boden gestampft. Und Schule unter Anführungszeichen. Eine Kindergruppe und 3 Lerngruppen, a 24, also 8 mal 3. In den Gruppen sind immer 8 Kinder
drei Lerngruppen aus dem Boden gestampft. Und da habe ich mir, und jetzt kommt das Erstaunliche. Die schenken ihr Wissen alles her. Die schenken ihre Erfahrungen alle her. Das ist das ganz Tolle an dieser Sache. Das heißt, es haben sich, nachdem die erste Schule besteht, wo man am lebenden Objekt auch zuschauen kann, wie das funktioniert, haben die innerhalb eines Jahres zusammengebracht, dass an anderen Stellen in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz und in Norditalien an die über 30 Schulgründer bereits sind. Da entstehen Schulen. Und jetzt habe ich mir gedacht, nachdem Salzburg ja nicht so übersät ist mit alternativen Schulen, nein, jetzt ist das vielleicht das falsche Wort, mit radikalen Schulen, ja? Nachdem Salzburg nicht so übersät ist mit radikalen Schulen, gründest du eine radikale Schule. Und mein Riesenvorteil ist, dass ich wahnsinnig stark jetzt unterstützt werde von den Klagenfurtern. Ich war gestern 6 Stunden unten. Da wurden schöne Schaubilder gezeichnet, worauf Schulgründer alle achten müssen. Das heißt, während des ganzen Prozesses, weil da gibt es viele Stolpersteine, wirst du unterstützt, mental, ja, auf jeden Fall, nicht mit Geld. Ich habe übrigens, es gibt eine Möglichkeit auch, aller Sorgen gleich einmal ledig zu werden, nämlich du findest einen Milliardär. Ja? Also 2 Milliardäre gibt es in Salzburg. Bei einem bin ich schon abgeblitzt, weil der investiert schon 8 Millionen in seine eigene Schule. Nicht in Gold, in Euro. Ja? Jedes Jahr. Also der sagt, eine Schule ist mir genug. Ja? Am 2. Milliardär bin ich noch dran. Was ich nicht möchte, aber das ist nicht unbedingt maßgebend, was ich nicht möchte, ich bin nur der Vorangeher. Was ich heute Abend hier suche, sind Leute, Menschen, die mit mir gemeinsam diese Vision wahrmachen möchten, nicht im Herbst 2015, da können wir vielleicht mit einer Kindergruppe oder mit einer kleinen Lerngruppe schon anfangen, aber spätestens 2016 eine Schule zu haben. Und die Klagenfurter, die schon seit Herbst 2014 die Schule begonnen haben, haben als Ziel, in 2 Jahren spätestens soll die Schule durch die Kinder geführt werden. Und bei der Schulgründung in Klagenfurt waren vom ersten Tag an die Kinder dabei. Bei den ersten Infotreffen waren die Kinder dabei. Bei dem Workshop, wie soll die Schule aussehen? Du kannst doch nicht Kinder fragen, wie die Schule aussehen soll. Die Kinder haben den Schulplan gemacht. Das ist das, was mich so fasziniert, weil wir wirklich so wenig Zutrauen haben. Und es ist unheimlich, was passiert, wenn man Kindern etwas zutraut. So, und jetzt wird es sicher eine ganze Menge Fragen geben. Wer startet mit, weil ich habe gesagt, Interesse steuert die Wahrnehmung. Also, wenn ich jetzt einige Dinge beantworten kann, zu später Stunde, wer fragt was? Bitte. Vielleicht die Frage wiederholt, dass Sie das. Gibt es einen Standort? Nein. Und zwar, diese Schule wird sich komplett anders entwickeln. Da taucht wieder ein bisschen der Betriebswirt in mir auf. Ja. Zuerst muss geschaut werden, ob der Bedarf da ist.
Das habe ich aber jetzt schon relativ bald gesehen, nachdem ich diese, man müsste schon sagen, virenartige Ausweitung gesehen habe, wie viele Leute sich für so etwas interessieren. Die ist da. Manchmal muss man den Bedarf noch wecken, aber das braucht man hier gar nicht so zu wecken. Und jetzt wird das umgekehrt passieren. Zuerst gibt es einen Bedarf, wo ist der Bedarf, wer macht mit und wer bringt seine Fähigkeiten ein? Weil es braucht Leute, die sich mit Crowdfunding auseinandersetzen, es braucht Leute, die im Immobilienbereich tätig sind, es braucht Leute, die Connections haben, Netzwerke und so weiter. Und das Interessante ist, in dem Moment, wo das Projekt voranschreitet und wenn du die dann findest, diese Leute, dann ergibt sich alles andere wie von selbst. Dann kriegst du auf einmal Grundstücke angeboten, dann kriegst du Möglichkeiten angeboten. Ja? Natürlich, es hat schon einen gegeben, der hat mich sofort gefragt, okay, gibt schon einen Businessplan, ja? Wie soll sich das Ganze finanzieren, wo sind denn die entsprechenden Pädagogen? Ja? Es braucht für dieses Projekt keine Pädagogen. Vielleicht ergibt sich daraus die nächste Frage. Da ist eine Frage. Ich kann laut genug reden. Aber es geht um ein Radio, damit die Frage auch rüberkommt. Ich finde das interessant, was Sie sagen. Mir fällt da die anti-autoritäre Erziehung ein. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie der Mann hieß, dieser Engländer. Sie wissen es wahrscheinlich besser wie ich. Das hört sich so ähnlich an. Können Sie mal die Abgrenzung dazu sagen? Denn wir wissen ja auch von der anti-autoritären Erziehung fürchterliche Missgriffe. Ich denke da an die Frankfurter Szene, was da alles passiert ist. Und einige Beispiele weiß ich auch. Vielen Dank. Bei diesem Modell gibt es ganz klare Strukturen. Also es ist nicht so, dass es wird sofort missverstanden, da dürfen die Kinder, also allein, dass die Kinder den Schulplan mitgestalten und ihre Schule mitgestalten und so weiter, wird auch sofort irgendwie verstanden, die dürfen alles machen. Die dürfen keineswegs alles machen. Ja? Weil, und jetzt, ja, jetzt wäre die nächste Frage, ja, wie kommt man dann dahin? Ja? Wie kommt man da dahin? Das natürliche Lernen fußt sehr, sehr stark auf Fragen. Und zwar speziell auf offene Fragen. Offene Fragen bekannterweise bringen einem zum Nachdenken. Ja? Und diese Kinder werden in ihrer Person ernst genommen und werden trotzdem in ganz klaren Strukturen erzogen. Das heißt, wenn es zum Beispiel an die Stundenplanerarbeitung geht, dann stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Das kann in der Schule ausgewählt werden. Es kann um 8 begonnen werden und bis 3:30 oder je nachdem, die Grundschüler, also die Volksschüler gehen mittags schon nach Haus oder dürfen auch noch bleiben, wenn die Eltern das wollen. In einem bestimmten Zeitrahmen. Ja. Oder wenn alle gemeinsam das beschließen, dass sie sagen, wir fangen erst um 9 an und bleiben bis 4. Oder, ja. Das ist einmal ein ganz, ganz festgesetzter Rahmen. Wie bitte? Ich finde, es ist das Grundrecht, ja, dass alle Kinder dieselbe Chance haben sollen, ja, zur Bildung zu kommen. Das heißt, ich rede jetzt aus der Praxis. Ich habe meine Tochter alleine großgezogen und habe versucht, meine Berufe immer so zu richten, dass ich
Zeit habe für meine Tochter, dass sie Mutter sein kann und dass ich das Geld erwirtschafte, dass wir beide leben können. Und sie hat auch eine sehr gute Ausbildung genossen. Aber wenn ich heute hergehe und schon damit anfange, dass die Schule erst um 9 angeht und ich muss aber um 7 Uhr in der Früh im Dienst sein, habe ich schon das erste Problem. Ja? Also das ist wieder nur für eine Randgruppe möglich, wo die Frau zu Hause ist. Und ich denke mal, dass Bildung, ganz egal aus welcher sozialer Schicht die Kinder kommen, ganz egal, ja, denselben Anspruch zu haben in allen Schulen. Und die halt nichts davon, irgendwelche Inseln zu schaffen für irgendwelche Sonderstatusgeschichten, sondern ich bin dafür, dass alle daran arbeiten sollten und auch wir Eltern daran arbeiten müssen, ja, dass die Kinder diesen Zugang haben, und zwar öffentlich, und dass jedem Kind dasselbe Recht auf dieselbe Bildung zusteht, wo ihre Stärken gefördert werden und ihre Schwächen einfach gesteigert werden, ja. Und das kann nicht stattfinden zu einer Zeit, ja, wo dir als Elternteil es nicht möglich ist, eine Arbeit zu besuchen. Und ich finde, dass das einfach jedem zusteht, ganz egal wem. Das ist meine persönliche Meinung. Sie haben vollkommen recht, weil das ist auch gleich das Erste, das mir dazu eingefallen ist, mit einem späten Schulbeginn. Aber Nummer eins, um auf die zwei Themen zu kommen, die Sie gerade erwähnt haben. Das eine ist Zugang nur für Leute, die sich das leisten, also leisten jetzt weniger vom Schulgeld, das ist noch ein zweites Thema, als auch Alleinerziehende, Männer wie Frauen. Die Eltern bestimmen das selbst, auch mit, das ist die eine Sache. Aber die zweite Sache bei diesem Projekt ist auch die, dass dieses System des natürlichen Lernens auch angeboten wird an Regelschulen. Das heißt, die Kärntner, die dieses Leising jetzt mit einer speziellen Schule, die sich ganz hart nach dem natürlichen Lernen richtet, natürlich für eine bestimmte Gruppe nur, bietet parallel dazu an, ganz offiziell, das, was sie bisher im Geheimen mehr oder weniger gemacht haben, die haben in den letzten 6 Jahren natürliches Lernen weitergegeben, ohne irgendwie eine Lizenz oder sonst irgendetwas, natürliches Lernen weitergegeben, wo Lehrer, die das machen wollten, die sich gedacht haben, es muss auch noch was anderes, eine andere Form des Unterrichts geben, das bei sich schon versuchen wollten. Manchmal mit Einverständnis der Direktoren, manchmal ohne Einverständnis. Das heißt, die Direktoren wussten gar nichts davon. Und das ist der Ansatz, dass man hergeht und sagt, okay, wir wollen das nicht nur in Inseln machen, sondern parallel dazu auch gleichzeitig an Regelschulen anbieten. Das heißt, für Lehrerinnen und Lehrer auch das System zu öffnen. Das Interessante ist, dass die, die das praktisch in Österreich erschaffen haben, all ihr Wissen herschenken. Ja? Das heißt, das Einzige, wenn sie heute Workshops oder Module machen und Wissen weitergeben, wird ein sehr kleiner Betrag, und ich weiß, wovon ich spreche, weil für dieses Geld würde ich nicht arbeiten, ja? Ein sehr kleiner Betrag eingenommen, der dann wieder in die Schulen selbst gesteckt wird. Das heißt, diese Sache wird parallel dazu angeboten. Es gibt viele, viele Überlegungen, warum man etwas machen soll oder nicht machen soll. Ich habe mich einfach dazu, es wird auch, das muss man auch sagen, wie bei jeder radikalen Innovation, es wird viele, viele Stolpersteine geben. Ich möchte nicht angewiesen sein auf staatliche Subventionen. Ja? Ich möchte nur zum Teil angewiesen sein auf Sponsoren. Es ist aber momentan so, dass die, die das machen, um jede Eltern dankbar sind, die auch Wissen einbringen, die als, das funktioniert teilweise dort mit sogenannten Elders oder Spezialisten, ja? Die gehen viel hinaus, die lernen enorm viel an Projekten
die bauen sich zum Beispiel in Zukunft auch ihre Schule selbst. Und es ist unglaublich, wenn Kinder ihre Schule selbst bauen, was sie gebündelt dort alles gleichzeitig lernen und auf was sie draufkommen. Und es ist einfach einmal den Versuch wert, abgesehen davon, dass zum Beispiel gerade im Zusammenhang mit Alleinerziehenden oder mit, es gibt ja genug, die nicht alleinerziehend sind, aber trotzdem um 7 in der Früh in der Firma sind, ja, hindert einen niemand daran, zu sagen, okay, die Kinder können auch schon um 7 in die Schule kommen. Wenn sich Freiwillige finden, die die Aufsicht übernehmen beispielsweise, es muss halt jemand dort sein, aber es hindert niemand, wenn alles selbst entschieden wird. Ich muss da auch nicht 100.000 Leute fragen. Ja? Ich muss da nicht vom Ministerium eine Genehmigung einholen und so weiter. Wenn die Gruppe beschließt und sagt, wir haben 3 Eltern, die fangen um 7 in der Früh schon an, da müssen die Kinder irgendwo bleiben, dann wird man das organisieren. Nächste Frage. Ich möchte mal ein paar Worte dazu sagen. Mich hat es fasziniert, dass ihr das Wort Leis für die Schule gewählt habt. Leis, germanisch Leisti, ist ja die Fährte, die Spur. Lernen heißt einer Fährte des Lebens folgen, eine Spur verfolgen. Spuren haben Sogwirkung. Das erleben wir doch sowieso pausenlos vom ersten Atemzug an. Es gibt etwas, was Sogwirkung für uns hat. Und ihr habt jetzt den glücklichen Entschluss gefasst, so einem Vorbild wie dem Schettinin zu folgen. Und wenn man sich jetzt das konkret anschaut, nehmen wir doch mal Lernen, erste Klasse, Mathematik, Lehrplan, heißt Rechnen im Zahlenraum 1 bis 20. Ganz konkret, was kann man da rechnen? 3 plus 4, 5 plus 8, 20 mal 6. Also wenn ich alles aufzähle, bin ich in 2 Minuten fertig. Wenn man jetzt also das weglässt, was die Schule ein ganzes Jahr lang zusätzlich dazu macht, also es gibt ja zu diesem Rechnen mit den Zahlen 1 bis 20 jeden Tag Pudding. Und wenn du jetzt einfach 200, 300 Tage lang jeden Tag Pudding zum Rechnen dazu bekommst, dann wird es schwierig. Also wenn ihr das seht, der Schettinin hat es doch, wenn ihr die Schüler anschaut, man muss doch eigentlich nur das weglassen, was man so als problematisches Beschäftigungsprogramm macht, dann geht es doch gar nicht anders, als dass man den Stoff von der ersten Klasse halt in einer Woche lernt. Es geht nicht anders. Und wenn ich jetzt mich erinnere an meine Kindheit mit 5 Jahren, an die von meinem Cousin mit 5 Jahren, also ihr kennt selber solche Beispiele. An dem Tag, wo ihn die Zahlen interessieren, hat er schon einmal ja, so viel gelernt, wie man in der ersten Klasse braucht, an einem Tag. Und wir sollten uns einfach mal bewusst machen, dass Lernen erst nicht dann beginnt, wenn wir in die Schule rein müssen, weil dann lernen wir ja nicht mehr rechnen, sondern wir lernen rechnen müssen. Und wer rechnen müssen, lernen muss, der lernt zusätzlich nicht rechnen wollen und so weiter. Ihr könnt euch das selber ausmalen. Ne? So, das jetzt nur einfach mal als Beispiel. Da haben wir doch so ein wunderbares Beispiel, das von sich aus, weil es diesen Ballast, an dem wir uns alle zu Tode schleppen, einfach mal weglässt. Ihr habt ja schon deswegen eine Sogwirkung. Und daraus erwächst etwas. Und das erwächst überall. Und ja gut, ich wollte einfach mal das mit reinbringen,
dass Lernen ja sowieso immerzu stattfindet, 24 Stunden lang, jeden Tag, bei jedem Menschen, wir können es gar nicht vermeiden. Und es geht nicht, es geht im Grunde nur darum, dass wir diesem Lernen, diesem Verfolgen von interessanten Fährten des Lebens einfach eine Qualität geben. Und wenn wir merken, die Qualität ist weg, dann gönnen wir uns halt noch eine Pause. Übrigens das Wort Pause, innehalten, zu sich kommen, zu sich selbst kommen, mit sich selbst wieder eins werden, das ist die Grundbedeutung von Schule. Dankeschön. Es ist mir als Management-Trainer natürlich noch was anderes durch den Kopf gegangen, und zwar, bisher haben viele von uns für eine Ausbildung gelernt und einen Beruf ausgeübt, ihr ganzes Leben lang. Ja. Das wissen wir heute, dass wir in Zukunft 5, 4, 5, 6 Berufe brauchen werden, möglicherweise. Und ich war dann immer noch so in dem alten Ding drin, hintereinander, ja, hintereinander. Da muss dann zwischendurch das Wissen immer aufgetankt werden. Wahrscheinlich werden wir möglicherweise diese Berufe parallel zueinander machen. Ja. Wer von euch hat den Film Alphabet gesehen? Ja? Also in dem Film Alphabet wird André Stern gezeigt, beziehungsweise seine Eltern. In Frankreich geht das, dass man gar nicht in die Schule geht, geht auch. Ja? Und der André Stern ist nie in die Schule gegangen und hat heute 5, 6, 7 verschiedene Berufe. Das heißt, die ihm sehr viel Freude machen. Wir müssen uns sowieso auf diese Zeiten einstellen, und wenn jetzt heute schon davon gesprochen wurde, auch von dem mündigen Bürger und so weiter, der viel weiß, der sich traut, der aufsteht, ja, dann kannst du mit so einer Doppelbewegung wahrscheinlich, indem du schleichend an die Regelschulen, da oder dort, für interessierte Lehrer, dieses natürliche Lernen, das viel zu kompliziert wäre, jetzt hier heute Abend zu erklären, wie das geht, einerseits hineinzubringen und an einer Musterschule oder vielen Musterschulen, die ja da entstehen werden, weil ich höre gerade, auch in Oberösterreich entsteht eine, auch in zwischen Radstadt und Schladming sogar, bundesländerübergreifend. Es ist tatsächlich so, dass manche Eltern, die da mit dabei sind, ob es jetzt für ihre eigenen Kinder ist oder für Bekannte, Verwandte, im Zuge des Prozesses immer wieder gesagt haben, schade, dass ich da nicht mitmachen kann. Ich meine, schade, dass ich so in der Schule nicht hatte, sowieso, ja. Aber schade, dass ich da nicht mitmachen kann, was auch nicht unbedingt stimmt. Denn auch dort können die Eltern beispielsweise mitmachen in diesem Projekt. Also man kann hier heute Abend gar nicht alles erzählen. Es war, glaube ich, noch eine Wortmeldung drüben. Wo war noch? Hier? Hier. Hier und da. Ich gehe zuerst nochmal darüber. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Also jeder kann Wissen in dieser Schule weitergeben. Jeder. Also man muss kein Pädagoge sein oder kein Studium Pädagogik abgeschlossen haben. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, damit das nicht in eine falsche Kehle kommt. Ja? In Klagenfurt hat man natürlich auch gesucht, wer macht mit, begeistert. Und da haben sich natürlich viele, die Pädagogik studieren, das bietet sich an, nicht jung noch, nicht vom System so zugebildet, ja, das passt, weil die Eltern wollen natürlich, ja, aber wo ist der pädagogische Anspruch und wo ist die, ja, es stellt sich das heraus, jetzt nach einem fast dreiviertel Jahr, dass selbst die 25, 24-Jährigen, 23-Jährigen Pädagogikstudenten, Studentinnen Schwierigkeiten haben, mit dem Lerntempo der Kinder mitzukommen. Das ist das Problem. Ja?
Und für bestimmte Aufgaben kann man die Eltern als Spezialisten heranholen, weil sie sich in einem Fach gut auskennen. Dann kriegen die viele Fragen von den Kindern gestellt, die sie ihnen hoffentlich die meisten auch beantworten können. Aber es hat sich ganz klar herausgestellt, dass wenn einmal dieser Motor losgeht und die Erwachsenen nehmen immer das Kleinere zuerst an. Auch die Klagenfurter hatten gemeint, sie werden 6 Wochen brauchen, bis sie in den echten Schulbetrieb reingehen können, um das natürliche Lernen mit den Kindern alles richtig zu machen. Nach 2 Wochen haben die Kinder gesagt, was ist? Ja, also wo? Ja, wir wollen jetzt endlich ordentlich was machen. Meine Frage ist, ich habe das aus dem Internet erfahren, dass Richard Kandlin gerade dabei ist, den Mathematik-Lehrplan aus Russland zu übersetzen, oder besser gesagt handelt es sich da um ein Schaubild. Jetzt wollte ich fragen, ist das jetzt allgemein so, dass sämtliche Fächer übersetzt werden ins Deutsche und dann so eine Lerngrundlage bilden bei uns, oder dürfen wir auch da selber noch Ideen mit einfließen lassen, was uns wichtig wäre? Herzlichen Dank für die, die das noch nicht so weit kennen. Es gibt einen jungen Burschen mittlerweile, voriges Jahr war er 17, jetzt ist er schon 18, ja, der ein Schettinin-Schüler war, Richard Kandlin, an sich ein Deutscher, dessen Mutter Russin ist und der 4 Jahre an der Schettinin-Schule war und der sich zum Ziel gemacht hat, im deutschsprachigen Raum dieses System von Schettinin mit den Schaubildern und so weiter und mit Schulgründungen populär zu machen. Und dieser Richard Kandlin hat festgestellt, nachdem er als allererstes in Österreich von den Kärntnern eingeladen wurde, dann hat man ihn auf seinem Weg nach Deutschland ein bisschen gestoppt, ja, und hat ihn hier mal aufgehalten, Workshops zu machen. Und der hat mit den Eltern, er als 18-Jähriger auch, Workshops gemacht, wie sie die Schule angehen können und so weiter und wie dieses natürliche Lernen funktioniert. Und da haben die Erwachsenen schon alles weggeschmissen in den 2 Tagen, ja, mit dem damals 17-Jährigen. Die Schettinin-Schule hat Bilder von verschiedenen Gegenständen den Klagenfurtern geschenkt, weil sie gesehen haben, da ist jemand, der ein System, was Teile dieses Schettinin-Gedankens, dass man den Kindern mehr Verantwortung zutraut und dass sie eigentlich viel schneller lernen könnten, weiterträgt in Mitteleuropa. Aber, und jetzt kommt das Aber, jede Schule erarbeitet sich das Schaubildwissen auch wieder selbst. Und gibt, das sind Kreisläufe, und gibt dieses Wissen oder dieses neue Schaubild an eine nächste Gruppe weiter. Das heißt, ich weiß heute nicht, ob die ganzen Dinge übersetzt werden. Mit dem Richard, der ja das in Deutsch machen kann, wird das ein oder andere übersetzt werden. Aber im Grunde genommen geht es nur um die Systematik hauptsächlich. Und die machen sich in Klagenfurt schon ihre Schaubilder selbst. Die Kinder machen die Schaubilder selbst, zuerst einfacher, dann geben sie es weiter. Im Weitergeben kommen sie selbst drauf, was noch fehlt, teilweise. Und was vielleicht ganz, ganz wichtig ist, und da komme ich wieder zu meiner Managementgeschichte hier, Teamarbeit und so weiter, dass wenn ein Lehrer etwas unterrichtet, natürlich bringt oder eine Lehrerin seine oder ihre Perspektive mit ein. Ja? Hat einen bestimmten Hintergrund und lehrt dann in diesem Hintergrund. Und wenn es sehr gut geht, noch vielleicht in 3, 4 Schienen, ja? Verschiedene. In diesen Gruppen, die dort immer 6 bis 8 Kinder arbeiten, die noch dazu in unterschiedlichem Alter sind, fließen wahnsinnig viele verschiedene Perspektiven ein. Das ist das Hochinteressante. Also du hast dann 6, 7, 8 verschiedene Perspektiven und unterschiedliches Alter. Das ist auch das Interessante.
Und es gibt manche Gegenstände, da werden Gruppen zusammengefasst von 6 bis 10 oder von 11 bis 15. Und es gibt aber andere Themen, da werden alle von 6 bis 19 durchgemischt. Also es wird ständig durchgemischt auch. Ja? Und die Systematik beginnt, dass sie laut Schettinin, da hat man Schettinin zum Vorbild genommen, alles im Leben mit Mathematik beginnt. Was ein besonderer Spaß ist für Leute, die nie besonders viel sich aus Mathematik gemacht haben oder bis hin zu Mathematik als Horror empfunden haben. Und es ist tatsächlich so, dass die Kinder sehr, sehr schnell im Erarbeiten dieser Dinge begreifen, dass alles eigentlich auf Mathematik beruht. Und es gibt Erwachsene, die diesen Prozess begleiten, die unheimliche Aha-Effekte haben, in kürzester Zeit. Und etwas verstehen, was sie vorher noch nie verstanden haben. Das ist unglaublich, aber das kann man in Worten nicht erklären, das muss man selbst erleben. Und deswegen für dieses Selbsterleben werden Abende angeboten, Schnupperabende angeboten, für interessierte Eltern, weil es geht ja nicht nur um das, es geht jetzt nicht nur um eine Schule. Es ist auch gar keine Schule in Österreich, sondern es ist einfach ein häuslich zusammengefasster Unterricht, wie das fürs Ministerium dann notwendig ist. Ja, sagen die Leute, aber wie macht ihr denn das mit der Externistenprüfung am Ende des Jahres? Ja? Wollt ihr nicht, der Dieter zum Beispiel aus Klagenfurt, der dieses Leising-System auch unter die Leute bringt, sagt, wollt ihr da nochmal ein Öffentlichkeitsrecht? Nein, eigentlich nicht. Das wollen wir eigentlich nicht, sondern uns ist das ganz recht, dass unsere Schüler am Ende des Jahres eine Externistenprüfung ablegen, weil wir wollen ja keine Leute erziehen, abseits vom System, ja, die da irgendwo herumgaukeln, sich selbst verwirklichen, aber ein bisschen verloren sind, sondern wir wollen auch bei uns die Leute konfrontieren mit der Außenwelt. Und das ist hochinteressant, was sich die überlegt haben. Also zuerst haben natürlich auch die Eltern Angst, wird mein Kind die Externistenprüfung schaffen? Das ist, also jetzt werden wir den Beweis im Juni sehen, aber ich glaube fest daran, das ist überhaupt nicht das Problem. Die Kinder wissen viel mehr, als die Prüfer fragen werden. Viel mehr. Und jetzt werden die Kinder darauf vorbereitet, dass sie bei der Prüfung nicht alles das sagen, was sie wissen. Ja, geht genau umgekehrt. Warum? Weil sie sagen, ne, dann wird es sofort, ja, das ist ja Hochbegabte und so weiter, nicht? Das ist ja Ja, wenn die alles sagen würden da bei der Prüfung, was sie wissen, das wäre schon einmal ganz schlecht. Ja? Das heißt, die werden auch vorbereitet darauf, was ist ein Prüfer? Was will der von dir? Ja? Was wird der dich möglicherweise fragen? Und die haben das ganz geschickt auch gemacht. Die haben eine Partnerschule und da machen die jetzt schon Besuche in ihrer Partnerschule, damit die auch sehen, aha, wie ist das an einer anderen Schule? Ja? Und so. Und was lernen die, ne? Damit die auch schon mal konfrontiert werden? Ja? Dann, wenn die dort ihren Mitschülern ein bisschen was sagen von der Partnerschule, dann fallen denen schon einmal die Augen aus, ja, was da geht. Aber die werden vorbereitet, auch auf draußen. Man will hier nicht Menschen schaffen, man will hier mündige Bürger, die sich im Leben auch zurechtfinden. Und nicht Leute, die in einer wunderbaren Traumwelt dann plötzlich draußen keinen Anschluss mehr kriegen. Ja. Also das ist ein sehr, sehr interessanter Gedanke, dass wer jetzt in der Verwandtschaft, Bekanntschaft, wie auch immer, Kinder hat, wo er sagt, mein Gott, das wäre doch was, vielleicht
vielleicht schon in einer Kindergruppe von 3 bis 6 ab kommenden Herbst. Der trägt sich bitte, da vorne liegen ein paar Listen, Papier, trägt sich ein mit Namen, E-Mail-Adresse, sofern vorhanden, und bekommt immer wieder Informationen, wie geht denn das mit dem Projekt weiter. Ich habe vorgestern in der Nacht eine Homepage noch gemacht, www.lais-schule-salzburg.at. Es genügt auch, wenn Sie es googeln, ja, finden Sie es auch sofort. Es kann auch sein, dass bei Google vorher die Facebook-Seite Lais-Schule-Salzburg.at auftaucht, oder Salzburg-Schule ohne AT auftaucht. Also es gibt eine Facebook-Seite und es gibt... Als erstes könnte es sein, in dem Moment, wo Sie Lais eintippen, dass Lais-Schule.at steht. Das sind die Klagenfurter. Ja? Dann müssen Sie schon Lais-Schule-Salzburg.at eintippen. Dann kommen wir. Also, wer das interessant findet, und es gibt viel, viel mehr Informationen, so viel kann man heute Abend nicht erzählen, wer da ein bisschen ein Interesse hat, der trägt sich da vorne auf der Liste ein, macht da mal bei einem Infoabend mit, geht ein bisschen tiefer, kriecht durch die Seiten. Es gibt 3-Minuten-Filme, es gibt 1,5-Stunden-Filme, wenn man wirklich einmal sehen will, aha, wie läuft denn so etwas tatsächlich ab. Es ist unglaublich. Und zum Abschluss möchte ich Ihnen noch ganz kurz von einer Dame, die ich gerade erst vor 4 Tagen kennengelernt habe, das entwickelt sich so dynamisch weiter, ich lerne jeden Tag jemand kennen, der sagt, super, du, da kenne ich jemand, da ist auch jemand am Werken, der will was Ähnliches machen, macht das doch zusammen, wir nehmen alle mit ins Boot. Und ich habe gerade erst vor 4 Tagen herausgefunden, dass im Chiemgau es eine Gruppe gibt, die sind schon etwas weiter. Und Hut ab, muss ich sagen, Hut ab, wenn man in Deutschland eine Laienschule aufmachen will, die haben bis zum 31.03. 850 Seiten eingereicht, damit sie vom Ministerium die Genehmigung bekommen, so eine Schule zu machen. Mein Name ist Marion Georg. Ich bin von Beruf her Logopädin und Sonderpädagogin und habe im Herbst 2014 auf einem Vortrag in Altenberg den anderen Stern erlebt und gleichzeitig wurde die Leistschule klar vorgestellt. Und ich wollte schon immer eine Schule gründen. Das war wirklich mein Herzenswunsch. Als ich die Schule erlebt habe in Klagenfurt, da hat mich das so begeistert, dass ich mich entschlossen habe, dieses hier ein bisschen herzubringen und auch hier die Kindergartenschule zu gründen. Wir hatten das Glück und die besondere Gelegenheit, dass wir in der Leistschule hospitieren durften, mein 12-jähriger Sohn und ich. Und unsere spezielle Erfahrung war, dass wir eigentlich Ferien hatten und unser Lord so gedacht hat, oh, wir haben Ferien und jetzt in die Schule gehen, wie wird es wohl sein? Und wir waren ganz so begeistert, Schule zu machen. Und als wir dann so den Tag erlebt haben, erstmal den Morgenkreis und dann die Kleingruppe und dann sind wir das natürlich wieder angekommen, hat sich das so alles aufgelöst und mir wurde so eine Begeisterung wach und so eine Freude, so eine Lebendigkeit. Und im zweiten Teil des Vormittags bin ich zu einer anderen Gruppe gegangen und da wurde gerade Physik erforscht. Und Physik war ein Fach, ja, wo ich viele Sachen noch nicht verstanden habe. Also haben wir besprochen, ja, ich würde gerne dessen das wissen. Und über die Schaubildarbeit haben die Größeren mir das erklärt, ihre Erfahrungen nachgebracht. Und ich habe innerhalb von kürzester Zeit etwas verstanden und gelernt, was ich in Jahren in der Schule nicht gelernt habe. Im Januar 2015 habe ich die Referenten der Leistschule hier nach Kiel geholt. Und die Resonanz war so stark, dass 250 Menschen kamen und das sehen wollten. Und auch im Anschluss viele Menschen noch angerufen haben, Informationen haben wollten, die nicht rechtzeitig kommen konnten. Und daraus ist wirklich so eine Welle von Begeisterung entstanden, dass inzwischen auch andere Leute aus verschiedenen Bundesländern in Deutschland anrufen und sagen, wir möchten auch so eine Schule gründen, wie können wir das machen, was können wir tun?
Also wir streben eine Grund- und Mittelschule an. Das heißt, es können Kinder angemeldet werden von 5 bis im Prinzip 19 Jahre. Für uns ist es ganz wichtig, Anmeldungen zu bekommen bis zum 31.03., weil wir sind jetzt in der heißen Phase der Schulgründung. Und unsere Sehnsucht und die Sehnsucht der Eltern und die Resonanz ist so stark, dass einfach diese Schule entstehen möchte. Das bedeutet aber auch, dass alle Eltern, die ihre Kinder jetzt anmelden, die uns unterstützen, immer noch die Chance haben, sich wieder umzuentscheiden, wenn alles konkreter ist nach dieser Einreichung. Und genauso es nicht notwendig ist, die Kinder von den jetzigen Schulen abzumelden, weil zuerst braucht es eine Genehmigung von der Regierung. In der Schule findet das schulische Leben in Lerngruppen statt, altersübergreifend. Es gab keine Klassen. Die Kinder gehen in Gruppen zusammen. Manchmal ist es sehr sinnvoll, dass sie in bestimmten Alterskonstellationen zusammengehen, zum Beispiel die 6-Jährigen bis die 10-Jährigen, weil das eine bestimmte Entwicklungsphase ist, oder wieder die 12-Jährigen bis 16-Jährigen. Aber es wird ständig gemischt und es gibt immer wieder Inspirationen, wo dann auch die Kleinen mit den Größen zusammen sind. Also das heißt, es werden Lerngruppen gebildet, das ist das Ziel, eine Größe von 4 bis 8 Kindern, aber es gibt keine Klassen. Um unser Prinzip zu erklären, das natürliche Lernen kann überall immer stattfinden. Das heißt, zum einen schaffen wir Räume, in denen die Kinder sich abstraktes Wissen und Naturwissenschaften aneignen, speziell zum Beispiel die Schaubildarbeit, aber auch über Forschen, Experimentieren und über konkrete Arbeiten. Zum anderen ist der Erlebnisaspekt der Natur, der Waldaspekten für uns ganz wichtiger. Das heißt, zum Beispiel kommen aus den Kindern die Absicht, sie wollen etwas bauen. Dann werden wir einen Schreiner beauftragen aus unseren Expertenressourcen, der mit ihnen etwas herstellt. Wir haben hier auch Ressourcen an Bootsbauern, dass wir dann gemeinsam ein kleines Seeboot bauen und sie dann wirklich auf dem Kinzig sehen. Oder wir wiederum Bienenhäuser bauen, weil wir wollen uns sehr der Bienenkultur widmen und im Karai natürlich mit ihnen lernen, weil wir Bienen sehr wichtig für unsere Zukunft halten. So gibt es ganz viele Projekte und gedacht ist eben, dass wir auch diese kleinen mobilen Bauten bauen, dass da Forschungsgruppen stattfinden können, Zukunftswerkstätten eingerichtet werden können, in denen sie malen können, werken können, Musikräume, in denen sie Musik, Klang, Tanz, Bewegung erforschen können. So können wir hier im Chiemgau haben wir den See, wir haben die Berge, wir können sehr viel in die Bewegung gehen und etwas praktischer arbeiten und dann in die Aktivität bringen. Also, nur damit Sie ein bisschen ein Gefühl bekommen, möchte ich Sie heute Abend ersuchen, wenn Sie heimgehen, in den nächsten Tagen, einfach, es wird ein bisschen auf sichern, weitererzählen, wer besonders schon jetzt interessiert ist, auf die Liste vorne eintragen und einfach, wenn es gefallen hat, wenn man das Gefühl hat, da ist was ganz Tolles am Wachsen, reden. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Eduard Kahn, also nochmal www.leisschule-salzburg.at.